Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division 2 mit mir, dem Timon und der Selina. Hallo ihr Lieben. Yeah, das klappt doch immer besser. So, einmal hier rüber, da liegt blauer Loot. Ich werde ja auch jeden Tag geprügelt, damit ich das... Ja, wir haben auch gleich einfach weiter gemacht, ne? Da, wo wir die letzte Folge aufgehört haben. Vielleicht wird das jetzt in Zukunft auch immer so sein. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, jetzt gehe ich mal kurz auf die Map. Das Wetter ist immer noch saumäßig, ey. Ja, ich würde sagen, die SHD-Technologie und anschließend gleich diesen Nebeneinsatz. Hier ist ja noch ein Kontrollpunkt, so ein roter. Ah, das war der unten drunter, kannst du dich erinnern? Der ist der auf der anderen Seite mit der Autobahn. Genau. Ja, wir hatten ja zwischenzeitlich auch mal weitergespielt, ihr habt alleine. Und die Sally hatte Tonprobleme und mittlerweile hat sie die nicht mehr. Hier ist noch ein Telefon. Okay. Ja, du hast das Telefon einfach mehr eiskalt mehr als ich, aber... Ich werde heimlich das Spiel suchen. Alter, was ist denn das hier für ein Lärm? Und bei mir nicht, ich habe den Ton so leise gemacht. Oh, nee, das war das Telefon. Was ja auch nicht verstanden, außer irgendwelche komischen Sirenen. Aber das Wetter geht mir auch gerade übelst auf die Nerven. Schatzi. Das sind Gegner. Ja. Das sind keine Gegner mehr. Was? Du hast Gegner gesehen? Ich. Ach, der hat mit seinem scheiß Kontrollpunkt in der Nähe. Wo kommt gerade von dem Kontrollpunkt? Junge! Lauf, wenn er dich sieht. Auf, Holz, lauf! Nein, Bambi. Alter, das Wetter hatten wir also noch nicht, ne? Ach nein, ehrlich. Wir müssen wieder ganz vorne und da sind ein Haufen Feinde. Ich springe einfach hier drüben. Ja, ich habe es auch versucht, aber das ging nicht auf der Höhe. Ja, du musst ein bisschen weiter. Ja. Aber trotzdem wollen die uns an den Kragen, obwohl wir nichts getan haben. So, da haben wir die SHD-Technologie. Ja, dann sind wir ja fertig. Wollen wir gleich den Nebeneinsatz machen? Nehmen wir euch gleich mit? Ne, dann nehmen wir euch nämlich gleich mit auf die Reise zum Nebeneinsatz. Machen den einfach jetzt gleich noch hinterher. Auf den Brunnen eines Museums der National Mall. Wo läuft sie? Sichern so. Sie den Ort und hier war eine Kiste. Schatzi, da ist Southwest. Was ist da? Southwest. Ah, okay. Da ist ein Gegner. Der bewacht irgendwas. Southwest. Okay. Der hinten in diesem Ritt. Okay. Wollen wir hin? Beste Position. Dann muss ich das ohne ihn schaffen. Ja, der ist mal. Okay. Ich bin voll in die Eier geschossen. Eigentlich habe ich schon das Plack gehört, wie eins wegflog. Au. Oh. Heute ja, so gut drauf. Ich ohne Eier? Ne? Hier ist das egal. Warte mal, Southwest. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Map gucken. Ach doch, das ist hier unten das, hey. Ja, wir laufen jetzt aber erstmal hier. Ja, wo? Wir machen jetzt erstmal East Mall. Du bist doch schon wieder weggerannt. Ich bin schon fast da. Naja, das ist furchtbar. Ja, ich erinnere dich an gestern. Ich meine, es ist schön, ich habe die Aufnahmen. Die sind halt mit scheiß Ton. Ob sie die jemals rausbringen wird, wissen wir noch nicht. Ich denke mal nicht, weil ganz ehrlich, das ist mehr Qual als alles andere. Ehrlich, Leute. Und ich finde es so schlimm, wenn sich das so anhört. Boah, die sind kurz. Ich bin hier irgendwie reingesprungen. Eines der Museen der National Mall verfügt über einen Brunnen. Ein tragbares elektronisches Gerät, da kann die Pumpe zum Laufen. Elektronisches Gerät erkannt. Bewege mich! Hey. Hast du das zu mir gesagt oder was, Kollege? Das hast du zu uns gesagt. Wir müssen dann hier in die Puste rein. Wahrscheinlich haben die Tools ganz Probleme mit der Pumpe. So,
Dann lass uns da reingehen, damit wir das Wetter endlich hinter uns haben. Halt das noch. Meinst du schon, das ist besser? Naja, es ist nicht so nass. Und man friert da nicht so, weißt du. Ach, du frierst? Ja, richtig wärm. Nein. Mit Benzin und Feuerzeug. Oh, ich habe eine Kindersocke gekriegt. What the fuck? So. Einfach an die armen Kinder geben. So. Dann müssen wir wohl da hoch. Du sagst, lang nicht fährt. Warte mal, aber wieso wird das immer noch da an? Da vorne ist ein Wartungsraum. Vielleicht befindet sich die Pumpe dort. Nächster Halt. Pferdestall. Ich weiß, ich habe Kontrolle über mein Reden verloren. Bereit? Warte. Ups. Sorry. Hi, Multikill! Ey, ich hab doch voll viele erwischt. Gestern hatte ich einen Multikill. Also in der Aufnahme, die keiner sehen wird. Aber. Hier lang gelaufen. Ach, wo willst du denn hin, Menschen? Machst du den letzten noch platt? Ich versuche. Ja, hab. Okay. Ein bisschen geschnipert. Denk dran, looten. So, sehr nice, sehr, sehr nice, sehr, sehr nice, sehr, 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 sehr nice. Huch. Okay, krass. Mein Gott, ich bin bestimmt irgendwann bald voll. Da kann ich nichts mehr tragen. Ein Telefon. Ach nee. Ja, stimmt. Wir haben ja draußen das Telefon gehört, ne? Haben wir das draußen eigentlich gefunden gehabt? Oder war es vielleicht hier? Jetzt, General Ridgway. Hör zu. Ihr könnt euer Ding machen und wir werden euch nicht aufhalten. Aber allein. Oder auch wir nicht. Wir bleiben genau hier im Schloss und machen unser Ding. Und damit solltet ihr euch schon mal anfreunden. Oder auch nicht. Weiß nicht, ob der General das kann. Nun, er weiß ja, wo er uns findet. Okay. Ups. Aber ich muss demnächst auch mal irgendwann mal meine Tasche leeren. Das machen wir dann aber zwischen den Folgen. Mhm. Also wir machen jetzt hier das noch zu Ende. Würde ich gerne meine Tasche leeren. Okay. Ja, dann lass uns hier ganz schnell weitergehen. Die Pumpe fördert das Wasser aus dem Boden. Sie müssen sie einschalten, bevor sie den Brunnen aktivieren können. Ach was. You don't say. Begeben Sie sich aufs Dach, nachdem Sie die Pumpe eingeschaltet haben. Na, dann werden wir bestimmt wieder empfangen, oder? Ach, jetzt schon. Wir werden jetzt schon empfangen. Aha, denk ich wohl. Ich hab ne Map, die sagt mir, wo du bist. Auf dem Dach sind Ventile. Sind wohl mit dieser Wasserquelle verbunden. Okay, krass. Das sind wieder Haufen Freunde. Ja. Du bereit? Ja. Ich
Machst du Scharfschützen hier? Okay, sehr schön. Scharfschützen bei ihm. So. Der erste Mühe wollte dann doch nicht. Da war doch noch ein. Camp die hier irgendwo? Die müsste eigentlich da oben drauf sein. Aber ich komme da nicht oben drauf. Ja, hau ab. Scheibenkleister. Man sieht die nicht. Machen Sie die Ventile auf. Okay. Lassen Sie das Wasser fließen. Ist vielleicht einfach in den Tod gesprungen. Hm, okay. Wollen nicht. Wassermarsch. Käse, komm. Man hat mehrere Ventile. Ja, Granate. Ich glaube nicht Granate. Oh Mann. Ich brauch Zielwasser. Hier den Hammer. Ah, dein Ernst. Immer muss ich nachladen, wenn ich mein ganzes Magazin daneben geschossen habe. Ach komm, gehen. Du läufst natürlich wieder davon hin, wo die Feinde sind, oder? Oh, da ist nur noch einer. Schlau. Nein, hier sind noch mehrere. Du sollst die Minimap nutzen, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Jetzt die Minimap. Hier bin ich wieder, ein einziger. Ja, würdest du die Minimap nutzen, hättest du auch gesehen, dass nur. Ich nutze die ganze Zeit die Minimap. Mann, das Ventil. Such dir ein eigenes Ventil. Meins. Von hier oben seht ihr einen Wasserfall. Oh, abgeschlossen, cool. Gut. Eine neue Quelle für sauberes Wasser. Blaupause. Das sollte für alle reichen. Angewinkelter Griff, cool. So, jetzt gesagt. Okay. So. Oh, Stufenaufstieg, yeah, Stufe 15. So, die Frage ist, wollen wir jetzt nochmal einen Kontrollpunkt einnehmen? SHD-Technologie? Ich loote jetzt erstmal, habe ich schon mal gesagt. Und dann können wir Lagebesprechung machen. Kontrollpunkt. Jalla, jalla, wir haben nicht viel Zeit. Na dann würde ich sagen, beenden wir erstmal. Nee, Schatz, sind wir erst 14 Minuten. Nee, naja, also erstmal zurück, weil ich muss ja erstmal das Loot loswerden, sonst bin ich voll und kann nichts mehr schleppen. Was? Wie viel Platz hast du denn noch im Inventar? Ja, wahrscheinlich nicht mal viel. Guck doch einfach nach. Ja, drück doch einfach I und dann steht bei mir zum Beispiel 31 von 6. Bei dir kann auch nicht viel mehr sein. Wo steht das? Bekleidung, Inventar. Und bei Inventar steht 31 von 6. 27 von 60. Alter, wow, was ja. Du hier lootest, das ist ja Wahnsinn. Da hinten ist ein Ausgang. Du läufst falsch. Hä? Hey. Die sind ja doof. Schütteln. Und hopp. Schütteln. Die sind doof. Die sind doof.
Wieso will der mich jetzt wieder hier hochlocken? Ist hier unten noch irgendwas? Ehrlich, das. Hä? Hey. Wir haben doch die Quest abgeschlossen. Ich glaub, ich einfach raus. Ja, und wir. Aber wieso will der, dass ich das jetzt nochmal mache? Nein, da steht Einsatzgebiet verlassen. Ja, aber die Punkte zeigt er mir immer wieder an, was man schon immer. Ich laufe da jetzt einfach hin, weil ich dumm bin. Okay. In der Hoffnung, dass er mir vielleicht jetzt nochmal als Bug sagt. Yeah, alles abgeschlossen. Also mir zeigt er hier die Tür an. Spinnt voll rum. Nee, spinnt voll rum bei mir. Nachdem ich aus der Tür raus bin, ist vorbei. Nee, ja. So. Laufen. Wo bist du eigentlich runter? Nicht da, wo die Ventile sind. Und du gesagt hast, dass ich da rein muss. Ich liebe dich. Mhm. Ich rutsche jetzt die Seile rutsche runter. Genau. Und oh, hier. Was kriege ich nicht auf? Wieso kriege ich das nicht auf? Komm einfach rausgelaufen, bitte. Nein, aber dann hier hört das alles auf. Nein, wird das nicht. Komm rausgelaufen. So, jetzt sind alle deine Probleme gelöst. Nein, das leuchtet immer noch. Bei mir nicht. Hä? Hier hört man noch was Rotes an jetzt? Okay, ist egal. Es ist verbuggt. Es ist verbuggt. Nein, das ist, du kannst hier Wasser sammeln. Das ist nicht verbuggt. So, was ist das? Du kannst hier rein theoretisch Wasser sammeln. Weil hier also du willst den Kontrollpunkt machen, oder? Können wir uns das wesentlich konzentrieren? Willst du jetzt den Kontrollpunkt machen und dann die SAD-Technologie, der erste SAD und dann Kontrollpunkt? Suchst du aus. Ja. Erst den Kontrollpunkt. Falls wir sterben, weil die SAD-Technologie ist entdeckt. Nämlich direkt neben... wir Hallo, Agents, Ausstattung, aber die besten... Was will denn der von mir, Alter? Lass mir Ruhe. Schon 10-mal gehabt. Setzen die irgendwie das Spiel mal zurück in den Optionen oder so? Ich habe keine Ahnung. Vorräte in der Nähe. Nö, das war einfach nur mal Werbung. Ich habe irgendwie kaum noch Munition. Dann das. Oh, eine Mütze. Das ging aber jetzt ziemlich schnell. Naja, damit du lernst, was Bekleidung ist. Schatzi, hier sind schon welche, die sind Stufe 13. Mhm. Platt machen? Naja. Nee, jetzt habe ich wieder volle Munition. Das war einfach nur ein Bug. Das ist ja krass. Ja, das ist bei mir auch gewesen. Ich weiß, das war ein Anzeigefehler. Okay. Ich frage mich, wenn wir hier einfach durchlaufen, weil der zeigt mir so den, weiß nicht. Ja, den langen Weg an. Ja. Stopp, Stelle. Schatz, wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Keine Ahnung, du bist schon weiter vorne. Also ich bin ins Flugzeug reingelaufen, weil ich nicht wusste, wo ich mich hier verstecken soll. Weißt du, was ich meine? Ich hole unsere Alliierten. Okay.
Hier geht's ab. Feindaktivität seitlich! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Verstärkung in Position. So, Verbündete. Nein, Pop. Ah. Fuck, hau! Zum ersten Mal jemanden gehauen. Ich werde von hinten beschossen. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Oh, durch den Nebel sehe ich die gar nicht richtig. Du kleiner Camper, du. Pass auf! Wieso Camper? Ich war nicht die ganze Zeit hier. Ich war erst auf der anderen Seite. Oh, man sieht sie hier im Nebel so richtig gar nicht. Nee, ich hab mein Flugzeug nicht mehr, also meine Drohne. Das heißt, ich hab die gar nicht. Ich muss mich mal kurz heilen. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Da. Ja. Auf Tussi, Alter. Sowas von gedodged. Ich bin sowas von sofort loslaufen, trotzdem verbrannt. Alter Falter. Aber wir haben es geschafft. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Yeah. Und ich sehe in allen Arsch, ja. Ja. Jetzt gehe weg, ich will auch spinnen. Hallo. Huch. Könnt ihr ihn auch nicht an. Willst du auch noch spenden, Schatz? Weil der braucht eine ganze Menge. Okay. Ich mach 50-50 ja, voll. Sorry. Jo. So, ich hab. Jetzt kannst du spenden bei dem. Kannst du voll machen alles. Wenn du hast. Okay. Wenn dir was fehlt, sagst du Bescheid, dann mach ich voll. Ich geh zum Vorratsraum erstmal. Du sollst ja schon mal spenden, der war doch hier. Na egal. Ja, ich war schon längst woanders. Wirklich schon längst. Nein, du bist genau vor mir. Dann lass uns noch den Vorratsraum plündern. Und dann die Folge erstmal beenden. Okay. Und. Ja. Geil. Haufen gutes Zeug noch gekriegt. Na, wir gehen jetzt noch schnell einsammeln. Da nehme ich euch jetzt noch mit. Weil wir müssen nämlich aufpassen. Hier in der Nähe ist nämlich so ein Todesdings. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die SAD-Technologie, also erstmal den Kontrollpunkt. Alter, ist das ein Wetterchen, du. Ja, das Einzige, was mir fehlt, sind die letzten. Davon habe ich übelst wenige. Ja, dann mache ich die voll. Dann habe ich nur 27. Ja. Jetzt nur noch so. Ach, hier hinten Munition, oder? Gott sei Dank. Ja, wollen wir noch schnell die SAD-Technologie holen? Das ist die Folge halt ein bisschen länger. Ach, hier war noch ein Telefon, das war jetzt übersprungen. Na egal. War ja vorhin auch schon. Was willst du jetzt? Die SAD-Technologie? Ja, aber wir müssen einen direkten Weg laufen, weil der... Ja, ich weiß, wir dürfen da nicht durch dieses Todesding. Weil der Pfeil führt sich direkt durch das Todesding durch. Ja. Deswegen, ich laufe einfach direkt den direkten geraden Weg.
Ich bin hinter dir. Orangenen Tuch. Yeah, da haben wir nämlich fast dieses komplette Gebiet auch fertig. Sehr nice. Und das bedeutet hier auch wieder, bedeutet, wir haben dann auch wieder, glaube ich, ein Projekt abgeschlossen oder so, ne? Nein. Ich komme nicht drüber. Um das Projekt abzuschließen, müssen hier rein, das Gebäude. Um das Projekt abzuschließen, müssen wir hier eine, nicht Nebenmission, sondern so eine Propaganda oder so machen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. So, da zum Beispiel das Fragezeichen. Moin. Hast du die SAD aufgehoben? Noch nicht. Die liegt hier. Du bist einfach eiskalt dran vorbeigelaufen. Schatzi, ich wäre sowieso zurück. Ich bin erstmal zu dir gelaufen. Okay. Das nee. So, ich würde sagen, das machen wir aber nächste Folge, das Fragezeichen. Die SAD haben wir jetzt. Okay. Nächste Folge machen wir dann das Fragezeichen, den anderen Kontrollpunkt und die Nebenmission. Und danach wären wir ja schon wieder eigentlich bei der Hauptmission. Und das ist dann dein Part? Ja. Oder? Na, mir ist es egal. Seht ihr mein wunderschönes Gesicht wieder? Tja. So, guck mal, ich jetzt gerade in die Fratze gezogen. Ja, halt noch ein elektronisches Gerät. Ja, hier draußen. Nein, hier drin. Wir alle wissen, wer uns dieses Chaos eingebracht hat, Schatzi? Oder? Ein Irrer namens Dr. Gordon Everest hat seinen Totenvirus zusammengemischt und ihn verbargert. Was? Es ist draußen, nicht drinnen. Ja, ich weiß. Mein Gott. Boah, dieses Ich sagte Wetter. Hier draußen und du sagtest drinnen. Nein. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge jetzt an dieser Stelle hier und ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder einschaltet, wenn es heißt Tom Clancy's Division 2. Also bis dahin, ciao, ciao. Bye, bye.